Die sogenannte dunkle Seite des Mondes war für uns Menschen schon immer extremst rätselhaft. In diesem Clip erzähle ich euch, was es dort so gibt. Also bleibt dran, abonniert meinen Channel, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Herzlich willkommen. Schon seit über 50 Jahren erforscht die Menschheit den Mond. Das bezog sich aber im Großen und Ganzen bisher fast nur auf die erdzugewandte Seite des Mondes. Aber immer mit der Ruhe, warum spricht man überhaupt von dunkler Seite des Mondes und eben der anderen Seite? Es liegt daran, dass der Mond eine sogenannte gebundene Rotation aufweist. Er dreht sich zwar, aber er dreht sich genau so, dass wir immer nur dieselbe Seite vom Mond sehen. Wenn ihr mal nachts nach oben guckt, achtet mal drauf, die Mondoberfläche scheint sich niemals zu verändern. Klar, weil ihr seht immer nur die gleiche Seite. Also er hat sich mit seiner Rotation genau der Erde angepasst. Das passiert ganz oft bei Planeten und ihren Monden. Als man dann in den 60ern die erste bemannte Mondlandung plante, die ja auch letztlich mit Apollo 11 gelungen ist, wollte man also auf der erdzugewandten Seite des Mondes landen. Macht ja Sinn, warum soll man einmal um den Mond rumfliegen, um auf der anderen Seite zu landen? Das wäre ja logistischer Unsinn gewesen. Und auch die ersten Aufnahmen von Raumsonden, die zeigten alle nur die erdzugewandte Seite des Mondes. Später hat man dann auch die abgewandte Seite erforscht. Die Sowjets hatten dort schon Sonden. Einige Apollo-Missionen sind dort vorbeigeflogen und haben Aufnahmen gemacht. Schon bei der ersten Apollo-Mission, Apollo 11, ist Michael Collins, der im Raumschiff geblieben ist, während Buzz Aldrin und Neil Armstrong auf die Mondoberfläche runtergegangen sind, der ist einmal um den Mond rumgeflogen. Das heißt, der war quasi der erste Mensch, der die erdabgewandte Seite des Mondes gesehen hat. Aber gelandet ist dort nie etwas, bis letztes Jahr, als die Chinesen eine Raumsonde dorthin geschickt haben. Die chinesische Raumsonde Chang'e 4 ist letztes Jahr auf dem Mond gelandet, auf der erdabgewandten Seite des Mondes, um sich dort mal umzuschauen. Und ich zeige euch mal die Originalaufnahmen von der Landung. Mega spektakulär. Und Chang'e 4 hat einen kleinen Roboter dabei, einen sogenannten Mondrover mit dem Namen U2-2, das heißt Jadedrache 2. Der ist über 400 Meter auf der Mondoberfläche rumgefahren und hat dabei Erstaunliches herausgefunden. Er hat zwar keine Mondnazis oder so gefunden, aber er hat spannende Erkenntnisse über die erdabgewandte Seite des Mondes gebracht, nämlich, dass die Beschaffenheit des Bodens dort ganz anders ist. Während wir auf der erdzugewandten Seite sehr viele dunkle Tiefebenen, sogenannte Mare, haben, weil die Leute früher dachten, dass das ein Meer wäre, ein Ozean, haben wir auf der erdabgewandten Seite eher festere Gebirgsregionen. Und das liegt daran, dass die erdzugewandte Seite des Mondes viel mehr von der Schwerkraft der Erde beeinflusst wird. Dadurch wird der Boden lockerer und bröckeliger. Auf der erdabgewandten Seite ist er eher fester. Das beeinflusst natürlich auch die Tauglichkeit des Bodens für vielleicht zukünftige Mondbasen. Überhaupt wird überlegt, ob man eine solche Mondbasis nicht auf die erdabgewandte Seite des Mondes baut. Das hätte mehrere Vorteile. Erstens scheint der Boden dort fester zu sein, das heißt, man versinkt nicht in dem sogenannten Regolith. Das ist der Fachbegriff für Mondstaub. Außerdem stört das Licht der Erde nicht. Das heißt, man könnte dort einige der besten Teleskope aller Zeiten bauen, die dann in den Weltraum schauen könnten, ohne eben von Störlicht geblendet zu werden. Und man könnte von der erdabgewandten Seite des Mondes viel besser zum Beispiel zum Mars aufbrechen als von der erdzugewandten Seite. Chang'e 4 hatte ein weiteres spektakuläres Experiment an Bord, nämlich ein Biotop für Seidenraupen. Also man wollte Seidenraupen auf den Mond bringen und schauen, ob sie dort in einem Biotop, also in einem in sich abgeschlossenen Biosystem überleben können. Dann wären tatsächlich Seidenraupen erst das zweite Lebewesen von der Erde, die lebend auf dem Mond angekommen sind. Aber diese Seidenraupen sind relativ schnell gestorben. Das heißt, auf der erdabgewandten Seite des Mondes gibt es nun einen chinesischen Rover und einige tote Raupen. Ziemlich komische Story. Was würde eigentlich geschehen, wenn der Mond verschwinden würde? Das habe ich für euch in dem angezeigten Zeichentrickclip animiert. Klickt mal drauf und klickt auch mal auf den Unterstützen-Button. Dort könnt ihr meinen Channel mit ein paar Euro jeden Monat unterstützen. Das hilft mir mega, meine Arbeit fortzusetzen und ihr werdet zum galaxisweit bekannten Unterstützer. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.